Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus Brüssel zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 auf der ProMods 1.32. Ne, 2.31, aber die 1.31 ist es. Ja, wir fahren heute einen Spezialtransport mit den Mercedes MP3. Und das machen wir dieses Mal in England. Juhu! Wir sind gerade in Sheffield. Und ich würde sagen, yippie-ki-yo, lass die Fracht beginnen. Hier, diese werden wir nehmen. Und dann sage ich einfach mal, lass die Spiele beginnen. Juhu! Ach, ich habe ja gesagt, ich will endlich mal wieder eine Tour durch England machen. Und warum nicht mal mit einem Spezialtransport? Und da wird alles gefilmt, alles wird beobachtet. Ob der Maximus dieses Mal ohne große Komplikationen diese Tour bewältigen wird. Wir werden es sehen. Was denkt ihr? Ob ich es schaffe? Naja, gut. Alles klar, hier ist die Fracht. Und dann können wir auch gleich loslegen. Wir haben hier eine große, ja, von so einem Muldenküpper, so eine Anlage. Ja, würde ich mal sagen, lasst die Spiele beginnen. Oder mal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Ob ich wieder auf der Gegenfahrbahn fahren muss? Uiuiuiui. Oh, wir haben es eigentlich ganz gut gepackt, muss ich sagen, oder? Oh, ist das komisch, auf der anderen Seite zu sitzen. Ist das komisch. Oh, ja, nicht so schnell fahren. Wir haben auf der Uhr 197 Kilometer, also wir können uns auch nicht so viel Zeit lassen, wie wir uns das vielleicht das eine oder andere Mal wünschen würden. Komm, ich muss das mir jetzt mal angucken. Ich muss mir das einfach mal angucken. Gerade wenn man hier auf der anderen Fahrbahnseite fährt. Wo ist er denn? Hier. Ja, ich habe hier immer so meine leichten Probleme mit diesen, dieser Sache hier. Da sieht es immer ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, juhu. Komm, lass uns mal ein Foto machen. Ach, das muss einfach mal sein. Hier in dieser Kombo. Ah, schön. So, jetzt aber los. So, jetzt aber. Jetzt fahren wir mal gemütlich. Und ich muss aufpassen, dass ich hier wirklich auf der falschen Seite fahren muss. Und es glaube noch ein Abschnitt, der ist ein bisschen älter hier noch auf der Promo, ja, auf der Promo, oder? Kann das sein? Ah. Aufpassen nicht, dass ich da irgendwie ein Fahrzeug irgendwie wegramme. Oh, das ist so komisch. Ey, ich brauche wirklich erstmal eine gewisse Zeit. Oh. Oh, oh. Warum müssen jetzt unbedingt Busse kommen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Straßen sind eigentlich breit genug. Also das sollte eigentlich alles... Ups. Ohne große Probleme abzulaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier schon mal einen Spezialtransport gemacht habe, hier oben in England. Ich gehe davon aus, dass ich sowas gemacht habe. Was ist denn hier los? Welcher Tag ist denn hier eigentlich im Spiel? Sonntag, ja, da sind die ganzen Ausflügler unterwegs. Und ich mache hier meinen Spezialtransport. Ja, Maximus, warum machst du das nicht in der Nacht, so wie es eigentlich sein sollte? Ja, dann seht ihr nichts. Mhm. Aber wenn hier irgendwie mal mehr Touren am Start sind von solchen Spezialtransporten hier auf der ProMods, dann könnten wir durchaus mal einen Livestream machen, auch in der Nacht. Das werden wir ja beim ATS wahrscheinlich als nächstes vielleicht mal sehen, als Livestream.
mit dem neuen LKW. Ich nehme das ja, wie gesagt, am 1. auf und ja, um 18.25 Uhr. 165 Kilometer noch. Ups, was blinke ich denn? Mal sehen, ob wir das ohne große Probleme. Oh, ich fahre ganz schön dicht auf, ne? Und ich eiere was rum hier. Und ich habe ein neues Mitglied hier, also einen neuen Abonnenten. Ja, ist natürlich kostenlos, ne? Freue mich natürlich über jeden einzelnen. Und ja, bald haben wir ja auch die 70.000 geknackt. Ne? Und Edeltraut ist auch am Start. 70.000, stellt euch das mal vor, das ist schon eine mittelgroße Stadt. Ne? Bei 100.000 ist es eine Großstadt. Und das ist ja irgendwann mal mein Ziel. Aber ich denke mal, da werde ich noch 2 Jahre brauchen. Vielleicht kommen ja beim LS19 noch neue Leute dazu, weil, ja, der Euro Truck Simulator, ich will nicht sagen, der hat seinen Zenit so erreicht. Aber ich hoffe mal nicht, dass es irgendwann mal hier in der nächsten Zeit irgendwo sein Ende gibt. Aber man merkt schon, dass, wenn mal eine Weile nichts Neues rausgekommen ist, dass dann das Interesse so ein bisschen sinkt, ne? Beim Euro Truck Simulator. Und ich gebe ja wirklich jeden Tag kommt hier irgendwie ein Video. Mal ganz, ganz ausgenommen, dass vielleicht ein- oder zweimal im Jahr vielleicht mal keine Tour kommt. Und wir nähern uns natürlich in großen Schritten 2019 auf die Folge 1000. Es kann durchaus sein, wenn dann mal, wenn ich merke, dass das Interesse, ja, ist so, dass ich, wenn ich jetzt Videos mache, die nur noch bei 5 oder sagen wir mal bei 1000 Aufrufe dann irgendwann mal angelangt, dann muss ich da auch mal mehr Gedanken machen, ob man da vielleicht den Fokus mal ein bisschen auf andere Spiele setzt. Ist ganz normal. Ja, ich habe ja, wie gesagt, einige Spiele jetzt von meinem Rechner verbannt. Da ist zum Beispiel der Bus-Simulator, der da jetzt, naja, ist halt nichts mehr so Weltbewegendes gekommen. Wahrscheinlich wird dann, werde ich nochmal 1, 2 Folgen von Fernbus-Simulator machen. Wenn da jetzt nichts großartig Neues kommt, dann wird das Spiel auch den Platz auf meinem Rechner verlassen. Ja, ich habe bei EA, habe ich ja auch hier Star Wars Battlefront, habe ich rausgemacht. Und wenn da irgendwelche Kleinigkeiten kommen, Battlefield 1 ist, ja, verbannt, kommt ja bald Battlefield 5. Da werden wir noch ein bisschen was machen, aber in Maßen, weil das ist hier kein Shooter-Kanal, aber ich möchte trotzdem ab und zu mal ein bisschen was anderes anbieten, weil nicht jeder möchte nur den Euro Truck Simulator sehen und freut sich auch, mal was anderes zu sehen. Dann, ja, habe ich so diverse andere Games, die jetzt nicht mehr oben sind. Da muss man halt auch mal, ne, mal ein bisschen Platz schaffen, weil ich erwische mich immer wieder, wo ich dann sage, ja, was bringst du denn jetzt? Ist ja alles schon irgendwo mal oft genug gezeigt worden. Ja, hier Transportfieber, da hatte ich jetzt wirklich nochmal reingeguckt und immer, wenn ich irgendwelche Mods genommen habe, ist es dann abgekackt. Und dann habe ich gesagt, gut, Schluss aus, vorbei. Das möchte sowieso auch keiner mehr sehen. Spin Tires werde ich nur oben lassen. Vielleicht wird es da nochmal eine schöne Mod-Map geben, die wir uns mal gemeinsam angucken. Oder als Livestream. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich dann auch irgendwann mal, ja, bis Spin Tires Mud Runner 2 dann mal rauskommt. Ja. Es wird nächste Woche aber den
Polizeihubschrauber-Simulator auf meinen Kanal geben. Kann ich aber erst ab Montag zeigen. Nur mal so am Rande für diejenigen, die es interessiert. Ich weiß halt nicht, wann ich dieses Video rausbringe. Ja. Aber solange wie der Eurotruck-Simulator noch so läuft, also ich sage mal, wenn so 2.500 Aufrufe sind bei so einer Folge, dann ist es schon ganz okay. Ja, muss ich sagen. Richtig super ist es, wenn es 5.000 bis 7.000, dann ist es richtig super. Aber vielleicht wird es dann wieder interessanter, wenn das Baltic DLC kommt. Oh, hier, Dortmund. Oder war das Dortmund? Habe ich mich da verguckt, war ein anderer Verein, ne? Naja, egal. Müssen wir mal schauen. Das war knapp. Ja, ach hier, hier dieser Driving Simulator, hier Test Driving Simulator, irgendwie hieß er doch, ne? City Car Driving, ne? So hieß er. Genau, den habe ich auch runtergehauen. Hey. Hat mich irgendwie nicht mehr so gereizt, weil du fährst dann immer so eine Runde und das war's. Das war's. Dann schaffen wir uns ein bisschen mehr Platz für solche Spiele wie den LS19. Da werden wir vielleicht auch auf Discord einen extra Channel machen, wo ihr dann quasi da mitmachen könnt. War wieder super, ne, von mir. Einsame Spitze. Ja, und nun? Warten wir auf den anderen, oder was? Naja, gut. Schauen wir mal. Ja, fahren wir rüber. Also wenn der LS19 rauskommt, dann ist auch natürlich der LS17 Geschichte, ne? Das braucht dann auch keiner mehr angucken. Ja, und 2019 werden wir vielleicht, wenn alles gut läuft, doch mal den Firefighting Simulator sehen. Und Anthem und, wie heißt das andere Spiel, The Division 2. Das sind dann halt solche Games, die ich dann auch gerne mal zeigen möchte. Und wir haben noch 42 Kilometer. Supi. Also ein paar Aussichten zur nächsten Zeit ist natürlich gegeben. Der eine oder andere wird natürlich ein bisschen traurig sein, dass das eine oder andere Spiel jetzt so nicht mehr den Fokus bei mir generiert. Aber ich denke, ihr versteht mich, ne? Mensch. Und Maximus, was machst du, wenn der LS, der Eurotruck-Simulator nicht mehr läuft? Ja, dann wird es da wahrscheinlich der Lauf weniger geben. Vielleicht nur noch von Montag bis Freitag folgen? Man weiß es nicht. Ich will ja nichts beschreiben. Ist halt ein bisschen ruhiger geworden hier auf dem Channel. Wahrscheinlich ganz normal. Wir hoffen natürlich alle, dass es hier mit den LS19, ach, mit den LS19, sag ich, mit den Eurotruck-Simulator noch weitergeht, ne? Also. Was machst du denn hier, du Ei? Komischer Kauz. Komischer Kauz hier.
bringen hier unsere lange Lieferung weg. Herrlich. Endlich mal wieder durch England fahren. Aber ich denke, ich werde noch mal durch Wales irgendwann mal noch eine Tour machen. Gerade wenn man gerade die neuen Regionen, hier ist ja nicht so großartig, also mir fällt jetzt nicht großartig was ein oder auf. XYZ. Er fährt da ein bisschen hier rüber und da ist auch schon die Entladestation. Super. Aber ihr könnt natürlich konstruktive Sachen immer reinschreiben, was eventuell, ja, man noch auf den Kanal bringen könnte. Ich habe immer Abwechslung, also nicht nur immer komplett Fokus auf Euro oder ja, Euro-Truck-Simulator oder überhaupt Simulation. Bringt auch ein bisschen mehr Abwechslung auch an den Leuten, die hier sind. Aber wir können uns jetzt entscheiden, wo wir langfahren, rechts oder links lang. Oder wie, oder was? Steht natürlich hier ein LKW, ne? Der blinkt jetzt hier, also muss ich da lang fahren. Naja, ist sehr ungünstig, dass der hier so. Oh, steht die Polizei mitten auf der Straße? Okay. Haben sie jetzt aber nicht so doll abgesichert, oder? Wer hat denn da jetzt gehupt? So, jetzt müssen wir noch eine rumfahren und dann sind wir auch da. Schön. Das ist echt herrlich. Da haben wir ja eine Folge, ah doch, ja, hier bin ich schon mal lang gefahren. Doch jetzt macht es wieder Kling-Kling bei mir oben im Kopf. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht, ne, meine Freunde. Ich werde aber meine Lieferung hier abgeben. Die Fans warten. Gibt früh Kaffee oder Mittag oder Abendbrot. Halt dann, wenn ihr das hier seht, ne. Juhu, wir haben es geschafft. Und wieder ein paar Punkte gesammelt und wir sind wieder da ohne irgendwas. Also ja, wenn ihr neue Ideen habt, was man hier noch bringen könnte, dann ab in die Kommentare, dann suchen wir uns was. Neue Ideen braucht das Land. Wir sind jetzt hier aber fertig. Lasst einfach ein Däumchen da oder ein Abo, die es noch nicht gemacht haben, hilft mir auf jeden Fall. Und ja, hier lange Rede gar keinen Sinn, wir machen Feierabend, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.